könnte da ins Wasser springen, aber das Wasser scheint zu niedrig zu sein. Und das Flussbett. Naja, wir können ja auch durchlaufen, also hätte er sich da alle Knochen gebrochen. Sam kann mit seiner Schaufel an bestimmten Stellen Pflanzen anbauen. Ja, das wissen wir. Ach, das geht um da oben. Ich dachte, das wäre hier irgendwo noch gewesen. So, auf Sam wechseln. Hat einer von euch irgendwie Licht? Nee, ne? Du hast die... Mary hat die Angel, genau. Und Pippin hat gar nichts. Schade. Ein Sichtschutz. Die Zeit drängt und Gandalf der Graue reitet nach Isengard und er sucht mich um Rat. Jarman. Ist der Ring der Macht also gefunden worden? Er war im Auenland, direkt vor meiner Nase. Sauron scharrt alles Böse um sich. Du weißt das? Woher? Ich habe es gesehen. Ein Palantir ist ein gefährliches Werkzeug, Saruman. Die Zeit verrinnt schneller, als du denkst. Saurons Streitmacht ist bereits unterwegs. Sie werden den Ring finden. Und den töten, der ihn trägt. Frodo. Wir müssen uns auf Saurons Seite stellen. Seit wann gibt Saruman der weise Wahnsinn Vorzug vor Vernunft? Oh, was sind wir hier? Jetzt sind wir hier mitten im Kampf. Ja, du schlägst sonst nicht. Oh, oh, gleich hat er uns. Wenn ich nicht besser aufpasse. Das geht auch. Nein, niemals. Hat nicht mehr gehalten. Okay, dagegen haben wir nichts. Außer weglaufen. Ihn ein bisschen fliegen lassen. Nein.
Ich habe dir die Möglichkeit geboten, mir freiwillig zu helfen. Doch du entscheidest dich nun für den Schmerz! Und wieder Szenenwechsel. Ganz interessant gemacht bis jetzt. Wir speichern mal. So. Da haben wir das fehlende Stück. Oder die fehlenden Stücke. Oh nein. So. Und das letzte Puzzlestück. Haben wir auch eingeführt. So, Frodo. Vorne liegt ein Apfel. Das heißt, wir müssen irgendwelche Zutaten entweder finden oder vielleicht zu dem Pferd werfen. Um es abzulenken. Nein, auf dem Baum. Wo eine Eule sitzt. Ganz interessant. Die will er dann auch natürlich noch treffen. Unseren Apfel wiederbekommen. Oh, da waren wir schon sehr nah dran. Sam! Oh. Einmal eine Runde graben. Wechseln auf Frodo. Das hört sich vernünftiger an. Ah, wir müssen. Mary hat noch eine Angel, genau. Dann können wir das auch gleich mal ausprobieren. Mary. So, ist zwar nicht die Zeit dazu, aber wir hätten eh angeln müssen. Haha. Ist das genial. So, und? Getroffen. Sam kommt mit seiner Schau. Ach ja, genau, da vorne ist Lego-Erde, deswegen. Hier. Und da oben haben wir einen Bienenstock. Nee. Beim besten Willen jetzt nicht. Oh, respawn. Wieder nicht. Verdammt, den Baum getroffen. Jetzt haben wir es getroffen. Der nächste Weg ist für uns frei.
Und wir haben wieder freie Bahn. Also. Ein gewisses Stück. Sam, komm mal her. Eine Truhe. Dafür, dass wir vorhin noch gar keine gefunden haben, also nicht herankamen, gefunden schon. Also das würde ich ja jetzt nicht sagen, dass wir die nicht gesehen hätten. Aber wir kamen ja einfach nicht ran. Haben wir jetzt schon zwei. Da kommen wir nicht rüber. Wir müssen Tatsache hier jetzt rüber. Der schwarze Reiter hat irgendwas gesucht. Ich muss das Auenland verlassen. Sam und ich müssen nach Bre. Bockenburger Fähre. Folgt mir. Oh. Ein paar Münzen noch, dann haben wir es geschafft. Boah, wir haben den wahren Abenteurer geschafft. Sehr schön. Ab jetzt ist es also nicht mehr wichtig. Wie kommt man auf die andere Seite? Über die Brandywine-Brücke. 20 Meilen. Da haben die schwarzen Reiter eine ganze Ecke. Der schwarze Reiter Level abgeschlossen. Wir haben Frodo Auenland. Wir haben Mary. Pip. Ping. Und natürlich neue Charakter zum Kaufen freigeschaltet. Und wir haben den wahren Abenteurer. Sehr gut. ...108 schon. Nicht schlecht. Okay. Ja, das war doch mal gar nicht so schlecht, die Runde. Und ich würde sagen, fortsetzen. Bang, wir machen Megakrach. Bang. So, Open World. Open World sind wir. Wenn man das so Open World nennen möchte, so weit kommen wir trotzdem nicht. Oder? Ja, doch. Das kann man wirklich schon Richtung Open World nennen. Also manche andere Spiele geben weniger her. Mann, könnten wir uns umschauen. Wählen wir auch immer wieder mal hier rein. Oh, ins Wasser gelaufen. Kommen wir da ran? Ja, kommen wir. Sehr gut. Was haben wir denn hier? Ah, Sam. Darf nochmal. Dann darf er da auch rauf. Nein, 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 nein.
So, jetzt hier aber. Wir haben es geschafft. Was war denn da hinten gerade? Da leuchtet es doch. Ich meine, ne. Ah, eine Brücke. Okay. Da sollen wir jetzt gar nicht lang. Na, vielleicht weist uns der Weg ja noch hierher. Das ist eine Aufgabe für Sam. Wir haben dahinter ein lila Steinchen. Jawohl, die bringen nämlich einiges. So. Und wir müssen dahin. Wir schauen hier noch einmal. Klasse gemacht. Das können wir auch noch. Und hinein. Wir sind in Bray. Achso, das wäre eine Kartenstatue. Ich dachte, das wäre zum Speichern. Wo wir eigentlich hätten Gandalf treffen sollen. Wir Kleinen wollen Futter. Aber ich habe meinen Suppentopf auf der Straße verloren, auf der sich der schwarze Reiter herumtreibt. Finde ihn für mich. Neue Aufgabe. Das ist ja gut gemacht. Das heißt, wir müssen gar nicht gleich der Hauptstory folgen. Oh, Leute, wartet ab. Oh. Das ist für mich das A und O, dass wir das machen werden. Dann muss ich mal kurz auf den... auf die Karte zugreifen. Dann wollen wir doch mal den Topf finden. Da ist er. Den wollen wir zielfestlegen. Den wollen wir suchen. Okay, das können wir anzünden. Werden wir alles noch machen? Nein, da wollen wir nicht rein. Wo müssen wir denn lang? Hier? Nee. Das ist ja nicht der Topf. Wir schauen uns einfach sonst selber um. Groß ist das ja hier ein Glück nicht. Hier einmal rein. Ah, tada. So. Und wieder durch. Wir suchen also einen Suppentopf. Und diesen werden wir auch finden. Doch, das soll da Tatsache sein. Wie es aussieht. Okay, wir hauen irgendwie der falsche Maschine anscheinend. Die hat hier das Ganze rausgerückt. Hier können wir auch fallen. So, so, dann haben wir zumindest die Münzen. Kommen wir so runter? Ja. Sam, komm mal her. Dann zünden wir die einfach mal an. Eins von vier. Habe ich mir doch gedacht, weil wir so viele davon haben. Also viele jetzt.